Peggy aus Lichtenberg verschwindet im Mai 2001. Dann ist er raus, kam dann nochmal zurück, weil er halt was vergessen hatte, mir zu sagen, dass er mich lieb hat. Von der damals 9-Jährigen fehlt bis heute jede Spur. 3 Jahre nach ihrem Verschwinden wird ein Mann verurteilt. Er soll Peggy ermordet haben. Doch es gibt Zweifel. Es gab keine Leiche, immer noch nicht. Und für eine Vergewaltigung gab es auch keinen Zeugen, keine Spuren, gar nichts. Keine Leiche, keine Tatzeugen, keine Spuren. Wurde da ein Unschuldiger verurteilt? Also nach dem derzeitigen Aktenstudium muss man davon ausgehen, dass Ulfi Kulatsch unschuldig ist und fälschlich wegen Mordes verurteilt worden ist. Nach Jahren der Recherche endlich eine Spur. Gudrun Rödel ist der gerichtlich bestellte Vormund eines verurteilten Mörders. Jetzt will die ehemalige Rechtsanwaltsgehilfin seine Unschuld beweisen. Ihre Spur, ein Bus und die entscheidende Frage, wann der Bus damals den Tatort Lichtenberg erreichte. Im Urteil steht eine andere Uhrzeit, als die Tachoscheibe des Fahrtenschreibers anzeigt. Das möchte ich gerne nachrecherchieren. Ihr Ziel? Naila, ein kleiner Ort in Oberfranken. Dieser Bus fuhr damals mit einer wichtigen Zeugin von Naila nach Lichtenberg, als Peggy verschwand. Und jetzt kommt es darauf an, wann dieser Bus in Naila losgefahren und in Lichtenberg angekommen ist. Es geht um ein paar Minuten. Sie sind von entscheidender Bedeutung. Diese paar Minuten, eine Viertelstunde, die entscheiden darüber für mich, dass Ulfi unschuldig verurteilt wurde. Naila, der Bahnhof. Hier fuhr der Bus damals los. Hier beginnt die Spurensuche. In Frankfurt bereitet der von ihr beauftragte Anwalt Michael Euler einen Wiederaufnahmeantrag vor. Der Rechtsanwalt hat Erfahrung mit Fällen, die wieder aufgerollt werden. Inzwischen hat er tausende von Seiten gesichtet. Zeugenaussagen, Vernehmungsprotokolle, Polizeiberichte. Für ihn ist dieser Fall ein Polizeiskandal. Der Polizei ist der Vorwurf zu machen, dass als man sich einmal auf Ulfi als Täter festgelegt hat, man den entscheidenden Spuren nicht mehr nachgegangen ist. Michael Euler ist von der Unschuld seines Mandanten überzeugt. Er hat neue Spuren gefunden. Und als er ihnen folgt, stößt er auf Dinge, die er sich vorher niemals hätte vorstellen können. In Halle weiß Susanne Knobloch unterdessen gar nicht so sehr, was sie von diesen Recherchen halten soll. Vor 11 Jahren ist ihre Tochter Peggy verschwunden. Eine Leiche wurde nie gefunden. Was ist mit ihr geschehen? Lebt sie vielleicht sogar noch? Jetzt soll alles wieder aufgerollt werden. Noch einmal Hoffnungen machen. Susanne Knobloch weiß nicht, was sie davon halten soll. Die Hoffnung, das ist dann immer so aufgeregt, hoffentlich kommt da was, hoffentlich ist das bald vorbei, hoffentlich ist er endlich bald wieder zu Hause. Ja, und dann die Ernüchterung, dass halt nicht bei rausgekommen ist, gar nichts. So war das 11 Jahre lang. Eine neue Spur, ein neuer Hinweis, eine neue Zeugenaussage. Am Ende führten alle Bemühungen ins Nichts. Niemand weiß, was an dem Tag geschehen ist, als Peggy Knobloch verschwand. Rückblick. Es ist 13.05 Uhr, als Peggy gemeinsam mit ihrer Freundin die Volksschule in Lichtenberg verlässt. Die beiden unterhalten sich noch vor dem Haus der Freundin. Dann verabschiedet sich Peggy und biegt in die Nailaer Straße ein. Dort wird sie von einer Frau gesehen. Kurz vor ihrer Haustür wird sie zuletzt von einem Mädchen beobachtet, das in dem herannahenden Schulbus sitzt. Nach den polizeilichen Ermittlungen ist es Punkt 13.15 Uhr. Am Abend kommt Susanne Knobloch von der Arbeit heim und bemerkt, dass Peggy nicht da ist. Dann bin ich nach Hause, habe dann telefoniert, versucht in der Schule anzurufen.
ob sie denn in der Schule war. Ja, und dann habe ich bei den Freunden angerufen, ob sie da vielleicht irgendwo ist. Wo ich telefonisch niemanden erreicht hatte, bin ich dann selber hin, dann selber nochmal geguckt und gesucht. Eine der größten Suchaktionen in Deutschlands Polizeigeschichte läuft an. Noch gibt es Hoffnung. Noch kann es eine ganz harmlose Erklärung für Peggys Verschwinden geben. Man denkt dann immer so, vielleicht weggelaufen, vielleicht kommt sie wieder. Eigentlich immer vom Einfachsten aus. Und denkt nicht ans Schlimmste. Das ist so ein Gedanke, das schiebt man so ganz, ganz weit weg. Die Polizei lässt nichts unversucht. Hundertschaften durchkämmen die umliegenden Wälder. Sie suchen in Höhlen. Tornados der Bundeswehr überfliegen die Gegend um Lichtenberg mit Wärmebildkameras. Ohne jede Spur. Also man muss wirklich davon ausgehen, es ist jetzt fast 5 Tage her, wo die Peggy weg ist, dass ein Gewaltverbrechen nicht mehr auszuschließen ist. Die Polizei bittet Peggys Mutter, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Ich fand das schlimm, in diese riesen Turnhalle zu kommen und dann die ganzen Fotografen, die ganzen Kameras. Dann hatte ich ja so ein Dings bekommen von der Kripo. Ich habe da kaum ein Wort rausgekriegt. Meine Peggy ist seit Montagmittag spurlos verschwunden. Bisher wissen wir nicht, was passiert ist. Ich bitte euch deshalb, wer das sieht, überhaupt. Um irgendwelche Hinweise und irgendeine Spur, irgendwas. Aufenthaltsort oder irgendein Verbleib von meiner Schnecke. Dass er das wirklich an die Polizei, dass er mich mit der Polizei in Verbindung setzt und mir dabei hilft, weil ich will bloß, dass er wieder heimkommt. Als Susanne Knobloch gefragt wird, wer für sie als Täter in Frage kommt, nennt sie einen Namen. Dieser Name wird öfters bei der inzwischen gegründeten Sonderkommission Peggy genannt. Es handelt sich um einen jungen Mann, Ulvi Kulatsch. Jeder in Lichtenberg kennt den damals 23-Jährigen. Vermutlich seit einer Hirnhautentzündung ist er geistig zurückgeblieben. Bei einem Autounfall stirbt seine Schwester. Ulvi Kulatsch hat das geistige Niveau eines 8- bis 10-Jährigen. Im Ort gilt er als harmlos. Wurde ihm halt gesagt, ja, er ist halt behindert, aber er tut keinem was. Was mir halt dann bloß immer aufgefallen ist, überall wo der Ulvi war, waren Kinder. Sollte er etwas mit Peggys Verschwinden zu tun haben? Schnell wird klar, dass auch Peggy den Ulvi Kulatsch gekannt hat. Und am Tag nach ihrem Verschwinden taucht die Polizei bei der Familie Kulatsch auf. Ja, dann wurde der Ulvi immer abgeholt von der Kripo und verhört. Reine Zeugenvernehmung heißt das bei der Polizei. Noch gilt er bei allen als liebenswürdig und gutmütig. Manche halten ihn für einen harmlosen Dorftrottel. Doch dann wird etwas anderes bekannt. Ulvi Kulatsch belästigt die Kinder im Ort, zieht sich vor ihnen aus und befriedigt sich selbst. Und wie dann im Rahmen der Ermittlungen auch bekannt wurde, war das dann auch in mehreren Fällen. Und da war er halt sofort der Verdächtige für die Polizei.
Und das wird er bleiben. Bis zum Schluss. Gudrun Rödel hat von Anfang an nicht an die Schuld von Ulvi Kulatsch geglaubt. Jetzt will sie ihn entlasten. Ihre Spur ist der Bus nach Lichtenberg. Hier irgendwo muss nach ihren Informationen vor 11 Jahren die Haltestelle gewesen sein. Das ist hier der Bahnhof in Naila. Und an dieser Stelle fuhr der Schulbus ab, damals, in dem das Mädchen saß, die später dann sagt, ich habe die Peggy aus dem Bus heraus noch laufen sehen. Von hier aus fuhr der Schulbus mit der Zeugin los. Jetzt ist die Frage, wie lange er damals für die 8 Kilometer nach Lichtenberg brauchte. Nach Gudrun Rödels Recherchen soll der Bus damals um 13.10 Uhr in Naila abgefahren sein. Den Ermittlungen der Polizei zufolge war er aber bereits um 13.15 Uhr in Lichtenberg. Irgendwas kann da nicht stimmen. Gudrun Rödel erreicht die Haltestelle in Lichtenberg. Nach ihrem Test braucht der Bus eine gute Viertelstunde für die 8 Kilometer lange Strecke. Und das bedeutet, dass ganz einfach die Feststellung im Urteil, Peggy wurde 13.15 Uhr gesehen in Lichtenberg, dass die einfach falsch ist. Gudrun Rödel ist sich sicher, dass sie auf der richtigen Spur ist. Auch Rechtsanwalt Michael Euler ist bei seiner Suche nach Entlastungszeugen auf einen Hinweis gestoßen. 2 Jungs wollen Peggy gesehen haben am Nachmittag ihres Verschwindens. Nach Auffassung des Gerichts soll sie da aber schon längst tot gewesen sein. Die Spur führt zu einem roten Mercedes. Diese 2 Jungen haben damals, unmittelbar nach dem Verschwinden gegenüber der Polizei, die Aussage getroffen, sie hätten am Nachmittag Peggy gesehen. Vor der Bäckerei, seien da vorbeigegangen, seien zum Fußball gefahren und hätten Peggy gesehen, als sie in einen roten Mercedes mit tschechischem Kennzeichen eingestiegen sei. In den Ermittlungsakten heißt es, sie hatte eine Packung Kaugummi in der Hand. Ich bin mir vollkommen sicher, dass es Peggy war. Da gibt es keine Verwechslung. Ich war vielleicht 5 Meter von der Peggy entfernt. Ein Mercedes mit tschechischem Kennzeichen. Das Auto war rot. Die Polizei geht dieser Spur nach. Doch kurz darauf teilt sie plötzlich mit, es sei unmöglich, dass Peggy am Nachmittag ihres Verschwindens noch lebend gesehen worden sei. Alle anderen Aussagen, die hier getätigt wurden, wurden durch die Soko widerlegt. Beispielsweise der Hinweis auf den roten tschechischen Mercedes, der sich überhaupt nicht konkretisiert hat. Die Polizei erklärt, die Kinder hätten die Aussagen im Beisein ihrer Eltern widerrufen. Sie hätten sich das irgendwie zusammengereimt und eigentlich die Peggy am Nachmittag überhaupt nicht gesehen. Rechtsanwalt Euler kommt das merkwürdig vor. Warum sollten die Kinder falsch aussagen? Er konfrontiert die Eltern mit der Aussage. Ich habe gesagt, wenn das meine Jungs gewesen wären, ich hätte die aber mal ganz schön in den Senkel gestellt. Ja, sagen die Eltern, nee. Das wäre jetzt völlig neu für sie, dass die ihre Aussage widerrufen hätten. Sie hätten zwar was gehört, dass die irgendwelche sachdienlichen Hinweise hätten erteilen können gegenüber der Polizei, aber von einem Widerruf der Aussage wüssten sie nichts. Michael Euler ahnt, dass er auf etwas gestoßen ist. Wochen vergehen, Monate. Die Soko Peggy arbeitet unter Hochdruck. Zeugen melden sich und behaupten, Peggy gesehen zu haben. In der Türkei, in Tschechien. Doch alle Hinweise verpuffen im Nichts. Die Ermittler gehen jedem noch so vagen Hinweis nach. Es werden Tausende. Die Hoffnung war eigentlich immer, egal, die Suchaktion im Wald, die erste Zeit, dann muss er die kleinen Seen und Gewässer, die sie abgetaucht haben. Ja, eigentlich immer, wenn irgendwas war. Und dann eigentlich immer so die Hoffnung, hoffentlich finden sie sie. 4 Monate nach Peggys Verschwinden wird Ulvi Kulatsch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen und in einer Klinik in Bayreuth untergebracht. Auf jeden Fall war dann noch ein gewisser Vorfall, wo man den Ulvi mit einem Jungen angetroffen hat.
in einem, wie sagt man, in einer verfänglichen Situation. Und dies war dann der ausschlaggebende Punkt, wo man sagt, so, jetzt handeln wir, wir warten nicht erst ab. Die Beamten sind überzeugt, dass er auch etwas mit dem Verschwinden von Peggy zu tun hat. Er wird als Beschuldigter verhört. Und immer wieder wird er gefragt, was er mit dem Mädchen gemacht hat. Dann hat er gesagt, jawohl, ich habe die Peggy vergewaltigt. Und das ist ja eigentlich das, was man von ihm gerne hören wollte. Ulvi Kulatsch sagt aus, dass er Peggy 4 Tage vor ihrem Verschwinden hier im Haus seiner Eltern vergewaltigt hat. Für die Ermittler ist das ein Motiv. Kurz darauf tauchen 2 Kripo-Beamte in der Bayreuther Klinik auf. Dort sitzt ein alter Bekannter, der V-Mann Peter Hoffmann. Da haben sie mich heute besucht und haben auch Essen mitgebracht. Und dann habe ich mir gedacht, was geht denn da ab? Da haben sie gesagt, dass ich da gegen Ulvi ermitteln. Sein Auftrag? Er soll Ulvi Kulatsch aushorchen. Und wenn er etwas erfährt, soll er sich melden. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Wenn ich ihnen helfe, dann helfen sie mir auch. Dann gehen sie zum Staatsanwalt und werden versuchen, mich rauszuholen. Ja. Aber ich habe das Spiel mitgemacht, ne? Peter Hoffmann ist bereit, Ulvi Kulatsch auszuhorchen. Er verspricht, sich zu melden. Ein Dreivierteljahr nach dem Verschwinden des Mädchens gibt es in Lichtenberg kaum noch Hoffnung. Die Polizei hat mehr als 4000 Spuren abgearbeitet, vergeblich. Für die Soko Peggy kommt Ulvi Kulatsch inzwischen für die Tat nicht mehr in Frage. Es hat sich herausgestellt, dass er für die Tatzeit ein Alibi hat. Aufgrund unseres derzeitigen Ermittlungsstandes kommt dieser 24-jährige Lichtenberger momentan nicht als Täter in Frage. In einer Pressemitteilung heißt es dazu: Soweit der Lichtenberger sexuelle Kontakte mit der Peggy von sich aus eingeräumt hat, gibt es hierfür keinerlei Zeugen oder Sachbeweise. Was genau 4 Tage vor Peggys Verschwinden passiert ist, weiß niemand. Aber es gibt Zeugen, die Peggy gesehen haben wollen, während sie angeblich bei Ulvi war. Sie hat auf der Straße gespielt, wurde in einem Laden beobachtet. Dann ist sie bei einer Freundin noch gewesen. Die Mutter sagte, sie kam zu uns. Anschließend ist sie noch zum Kinderturnen gegangen. Also sie wurde ständig irgendwo gesehen und konnte gar nicht beim Ulvi in der Zeit gewesen sein. Nach 9 Monaten Ermittlungsarbeit steht die Soko Peggy im Februar 2002 wieder am Anfang. Sie konnte keinen Täter ermitteln. Es gibt nicht mal eine heiße Spur. Alle Hinweise führen ins Nichts. Zu wenig für die Polizeiführung. Sie wechselt die Soko aus. Neuer Mann an der Spitze der Soko Peggy 2 wird Kriminaldirektor Wolfgang Geier. Die neue Soko steht unter gewaltigem Druck. Ein Kind ist verschwunden, am helllichten Tag. Die Öffentlichkeit fordert Ergebnisse. Die Ermittler sollen alte Kernspuren noch einmal untersuchen und den Fall Peggy endlich lösen. Sie nehmen Ulvi Kulatsch erneut ins Visier. Ermittler, Staatsanwälte oder Richter möchten sich heute nicht zu dem äußern, was im Folgenden passiert. Für sie ist der Fall rechtskräftig abgeschlossen. Also mein Eindruck ist der, dass sich die Soko 2 hier auf Ulvi als Täter eingeschossen hatte und man dann natürlich im Rahmen der Zeugenvernehmung gezielt zu Lasten von Ulvi gefragt hat. Man hat alles, was zu seiner Entlastung beigetragen hat, erstmal außen vor gelassen. Und das, was belastend war, natürlich besonders hervorgehoben. Und so kommt es, dass die Ermittler wichtige Spuren vernachlässigen. Wie jene Spur in Helmbrechts, ein paar Kilometer von Lichtenberg entfernt. Hier will ein Mann 3 Tage nach Peggys Verschwinden eine weitreichende Beobachtung gemacht haben. Zumindest der, der da oben wohnt. Der hat nämlich 3 Tage, nachdem die Peggy verschwunden ist, eine Kinderleiche da oben im Wald gesehen. Können Sie sich daran erinnern, dass die da mal mit der Polizei ein größeres Waldstück abgesucht haben? Ja, da kann ich mich jetzt noch erinnern. Ja. Da haben sie das abgesucht, ja.
Tatsächlich alarmiert ein Mann die Polizei, nachdem er im Wald ein Mädchen liegen gesehen hatte. Sofort machen sich Suchmannschaften bereit und kommen nach Helmbrechts. Den Akten nach muss es hier gewesen sein, in diesem Waldstück. Michael Euler will sich den Ort genauer anschauen. Der Zeuge wollte ihn nicht dorthin führen, er wollte nicht mal mit ihm reden. Doch in den Verfahrensakten findet Michael Euler die Aussage des Mannes. Ich entdeckte etwa 5 Meter links von diesem Waldweg jemanden liegen. Neben dieser Person lagen Kleidungsstücke. Es war ein Mädchen. Ich konnte ein puppenhaftes Gesicht erkennen. Es lag regungslos auf dem Rücken. Ich war zuerst total fertig, schließlich dachte ich doch sofort an das verschwundene Mädchen aus Lichtenberg. Kurz vor meinem Spaziergang habe ich noch im Fernseher etwas darüber gesehen. Doch als die Polizei damals den Wald erreicht und mit dem Zeugen zu der Stelle geht, wo angeblich das Mädchen lag, findet sie nichts. Die Polizei umstellt den Wald, Spürhunde durchsuchen die Gegend. Ohne eine Spur. Hat sich der Zeuge alles nur eingebildet? Will er sich wichtig machen? Doch der bleibt hartnäckig. Meine Entdeckung entspricht auf alle Fälle der Wirklichkeit. Eine Einbildung ist völlig ausgeschlossen. Mir ist das jetzt natürlich sehr peinlich. Sie werden wahrscheinlich denken, ich will mich nur wichtig machen. Aber es lag jemand da. Auf Vorschlag der Polizei ist der Zeuge bereit, wie er sagt, sich einer Hypnose zu unterziehen, damit man ihm auch glaubt, was er gesehen hat. Aber als die Staatsanwaltschaft verlangt, er solle auch die Kosten tragen, lehnt er das ab. Und so dauert es fast ein Jahr, bis sich bei der Polizei ein Psychologe findet, der den Zeugen unter Hypnose befragt. Da ist rausgekommen, dass dieser Zeuge mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Mädchenleiche hier im Wald entdeckt hat. Eine Mädchenleiche mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. In ganz Oberfranken wird zu diesem Zeitpunkt außer Peggy kein anderes Mädchen vermisst. Doch die Polizei geht dieser Spur ein Jahr nach ihrem Verschwinden nicht mehr nach. Denn inzwischen hat der V-Mann der Polizei Informationen geliefert. Peter Hoffmann hat mit Ulvi Kulatsch gesprochen und der soll ihm Brisantes erzählt haben. Bei der Soko Peggy 2 gilt der Kleinkriminelle als glaubhaft. Und der ist bereit, fast alles zu tun, um nur wieder in Freiheit zu kommen. Es war dann bei mir irgendwie im Kopf verankert. Da habe ich gedacht, naja, wenn die mich rausholen, dann kannst du ein wenig lügen. Ist ja wurscht, ne? Weil er hat eine andere Straftaten ja auch noch gemacht gehabt, ne? Sexuelle Missbräuche, ne? Habe ich mir gedacht, ne? Eingesperrt wäre er sowieso, ne? Und so teilt ihnen Peter Hoffmann mit, was er sich selbst ausgedacht hat. Eine kleine, schmutzige Lüge. Dolphy hat die Peggy abgelauert, ne? Da in so ein Schleichweg oder was das war und hat sie dann umgebracht. Aufgrund dieser Aussage lässt Soko-Chef Geier eine Tathergangshypothese erstellen. Im vorliegenden Delikt dürfte es zu einer Eskalation im Handlungsablauf gekommen sein. Von einer geplanten Tötung ist nicht auszugehen. Er hat eine Tathergangshypothese erstellen lassen von einem Profiler, der mit ihm zusammengearbeitet hat, in der bereits alles enthalten war, wie das Geständnis vom Ulvi einmal auszusehen hat. Es wird ein Vernehmungsteam für den geistig Behinderten zusammengestellt. Mit einer Vaterfigur, einem jüngeren Beamten und einem Polizeibeamten aus Lichtenberg als Vertrauensperson. Dann fangen sie an, Ulvi Kulatsch in die Mangel zu nehmen. Sie verhören den geistig Behinderten oft stundenlang, zum Teil ohne Anwalt. Mal drohen sie ihm mit Gefängnis, dann versprechen sie ihm Schokolade. Und immer wieder wollen sie wissen, was er mit Peggy gemacht hat. Diese Vernehmungen, die man natürlich dann mit ihm durchgeführt hat, war nichts anderes als Vernehmungen mit einem kleinen Kind letzten Endes. Und es war dann nur eine Frage der Zeit, dass man hier von diesem, sag mal, Kind ein Geständnis bekommt. Insgesamt wird er an fast 40 Tagen vernommen. Die Verhörprotokolle umfassen 800 Seiten. Schließlich erhöhen die Ermittler den Druck. Sie behaupten, etwas auf seiner Jacke gefunden zu haben. Wir haben Blut gefunden von der Peggy und jetzt gib endlich zu, dass du es warst. Und auch in dieser Vernehmung kämpft Ulvi vehement gegen den Vorwurf.
Er sagt immer, das kann gar nicht sein und ich habe die Peggy nie angefasst und. Am 2. Juli 2002 gesteht Ulvi Kulatsch, dass er Peggy umgebracht hat. Sein Anwalt ist nicht dabei. Wie es zu diesem Geständnis kam, ist ungeklärt. Fakt ist jedenfalls, es existiert über dieses Geständnis lediglich ein Gedächtnisprotokoll der Polizeibeamten. Es gibt kein Tonbandprotokoll über diese entscheidende, wichtige Aussage. Man hat seitens der Polizei damals angeführt, dass das Tonband kaputt gegangen sei, weshalb es eben gerade in diesem Moment nicht möglich gewesen sei, hier eine Tonbandvernehmung durchzuführen. Am Ende gesteht Ulvi Kulatsch eine Tat voller Widersprüche. Eine Tat, die er so nicht begangen haben kann. In seinem Geständnis behauptet Ulvi Kulatsch, er habe sich bei Peggy erkundigen wollen, ob sie bereits jemandem von der Vergewaltigung erzählt habe. Er habe hier auf dem Marteau-Platz in Lichtenberg auf einer Bank gesessen und auf sie gewartet. Aber Peggy sei weggelaufen und er hinterher. Gudrun Rödel glaubt nicht daran. Ja, wir sind hier auf dem Marteau-Platz in Lichtenberg. Laut Urteil soll Ulvi damals um 13.15 Uhr hier auf die Peggy getroffen sein. Von 65 befragten Personen hier in Lichtenberg hat um diese Zeit niemand den Ulvi gesehen. Mehr noch, Ulvi Kulatsch konnte den Mord im fraglichen Zeitfenster kaum begehen. Sein Geständnis passt mit anderen Zeugenaussagen nicht zusammen. Angefangen bei dem Mädchen, das Peggy vom Bus aus zuletzt gesehen hat. Die Zeugin sieht Peggy, die bereits kurz vor ihrer Haustür ist. Ulvi, der auf dieser Bank auf Peggy gewartet haben will, ihn sieht sie nicht. Trotzdem soll Peggy angeblich zu ihm zurückgegangen und dann vor ihm weggelaufen sein. Aber nicht nach Hause, sondern in die andere entgegengesetzte Richtung durch die Gärten. Ulvi will sie dann verfolgt haben, 600 Meter lang, bis sie hinfiel. Das Mädchen konnte sich nach Aussagen des Beschuldigten nochmals losreißen, konnte ungefähr so 50 Meter in Richtung Aufgang, Treppenaufgang, dieses von Waltenfelsplatz laufen, wurde dann erneut vom Tatverdächtigen eingeholt, umgeschubst, hat wieder laut geschrien. Und dann hat der Tatverdächtige Mund und Nase des Mädchens so lange zugehalten, bis, wie er sagte, sie sich nicht mehr rührte. Ulvi Kulatsch will das Mädchen dann an der Burgmauer versteckt haben und hinauf zur Gaststätte seiner Eltern gegangen sein. Der Vater wäre ohne Widerspruch mitgekommen, hätte sich um die Beseitigung der Leiche gekümmert und Ulvi Kulatsch wäre seelenruhig durch das ganze Dorf zum Holzmachen bei einem Lichtenberger Bürger spaziert. An dieser Version hat Gudrun Rödel massive Zweifel. Wie lange könnte er dafür gebraucht haben? Den Weg um den ganzen Ort herum und dann zum Holzmachen. Akribisch überprüft sie das Geständnis. Er habe Peggys Wunden versorgt, nachdem sie hingefallen war, heißt es darin. Er habe sie getötet und dann zur Beruhigung eine Zigarette geraucht. Ulvi hat dann auch erzählt, er hat Wiederbelebungsversuche bei der Peggy gemacht. 10 Minuten lang. Er habe die Uhrzeit abgelesen. Erstens kannte Ulvi gar keine Uhr. Zweitens hat er gar keine Uhr getragen. Ne? Wie soll er das alles geschafft haben? Hinter ihr herlaufen, sie töten, eine Zigarette rauchen, Wiederbelebungsversuche vornehmen, die Leiche verstecken, den Vater holen und schließlich durch den ganzen Ort marschieren, um Holz zu machen. Wie soll das gehen? Für die Polizei steht fest, die Tat muss zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr geschehen sein. Denn um 13.15 Uhr wurde Peggy vom Bus aus gesehen. Und nach 14 Uhr hatte Ulvi Kulatsch ein wasserdichtes Alibi. Um 14 Uhr war Ulvi längst wieder bei einem Lichtenberger Bürger und hatte dort angefangen, Holz zu machen. Das heißt,
Nach den damaligen polizeilichen Feststellungen verblieben dem Ulfi gerade diese knappen, schon von der Polizei als knapp eingestuften 50 Minuten, um die Tat in der Form zu begehen, wie er es gestanden hat. 50 Minuten für die Tat. Wirklich knapp. Aber wenn das Zeitfenster nur etwas kleiner war, scheidet er als Täter so gut wie aus. Deswegen wird der Bus so interessant. Gudrun Rödel will den Busunternehmer von damals treffen. Ich hoffe, dass der Busunternehmer anhand der Tachoscheibe mir das bestätigt, was ich als Laie schon sehen kann. Dass die Zeit auf der Tachoscheibe nicht identisch ist mit der im Urteil angegebenen. Gudrun Rödel hat in den Verfahrensakten eine Kopie der Tachoscheibe vom Schulbus gefunden. Die will sie jetzt vom Busunternehmer Rainer Fiedler überprüfen lassen. Mit bloßem Auge ist nicht viel zu erkennen. Aber die Standzeiten des Busses sind gut auszumachen. Von 13 Uhr bis 13.09 Uhr stand der Bus an jenem Tag, als Peggy verschwand. Für die 8 Kilometer von Naila nach Lichtenberg brauchte er dann rund 15 Minuten. Wenn hier festgestellt wird, dieser Bus ist 13.15 Uhr in Lichtenberg. Ja. Das kann doch dann nicht stimmen. Naja, also meines Erachtens kann er das nicht schaffen, weil wenn er um 13.10 Uhr weg ist, eben, kann er nicht schon 5 Minuten, das ist unmöglich. Schafft er nicht. Eine Schätzung, ein Hoffnungsschimmer, aber noch kein Beweis. Doch Gudrun Rödel weiß jetzt, dass sie auf der richtigen Fährte ist. Und jetzt ist es wichtig, noch von einem Sachverständigen die Auskunft zu bekommen, dass wann war der Bus tatsächlich in Lichtenberg. Vor der Jugendkammer in Hof beginnt der Prozess gegen Ulvi Kulatsch. Die Anklage lautet auf Mord. Parallel dazu werden die Fälle wegen sexuellem Missbrauch verhandelt. Inzwischen hat Ulvi Kulatsch sein Geständnis widerrufen. Doch die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter eingeschaltet. Das mehrfach abgelegte Geständnis des Verdächtigen wurde durch einen psychiatrischen Sachverständigen überprüft. Dieser kommt zu dem Ergebnis, dass das Geständnis mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem tatsächlichen Erlebnis begründet ist. Großen Eindruck auf alle Prozessbeteiligten macht die Videoaufzeichnung einer Tatrekonstruktion, die unmittelbar nach dem Geständnis angefertigt wurde. Hat zur Beweisaufnahme mit dazugehört, dieses Tatrekonstruktionsvideo. Das war krass, also das war schlimm. Dann taucht auch noch der V-Mann der Polizei auf. Peter Hoffmann sagt als Zeuge aus und belastet Ulvi Kulatsch schwer. Ulvi habe ihm erzählt, wie er das Mädchen getötet habe, berichtet Peter Hoffmann. Das Gericht hält ihn für glaubhaft. Ein Irrtum. Es war eigentlich alles gelogen, was ich ausgedacht habe. Eigentlich die ganzen Aussagen, wo ich unterschrieben habe, und auch die Aussage vor Gericht. Ne? Erfunden und erlogen. Von einem V-Mann der Polizei. Für Michael Euler ein Skandal. Fast 10 Jahre nach dieser Aussage fährt er nach Bayreuth und sucht Peter Hoffmann auf. Peter Hoffmann gibt zu, alles nur erfunden zu haben. Jahrelang hat er geschwiegen, aus Angst, wegen Falschaussage belangt zu werden. Stimmt das so, was Sie damals gesagt haben? Mann, wir waren natürlich schon bewusst gewesen, dass ich da Lügen und Falschaussage gemacht habe, aber das macht man nicht alles für Freiheit, ne? Auf dieser Falschaussage beruht die ganze Tathergangshypothese der SOKO 2. Wenn die aber nicht stimmt, was stimmt dann überhaupt noch? Peter Hoffmann zeigt sich reumütig. Inzwischen hat er eine umfassende Aussage gemacht. Ich habe damals bei Gericht ausgesagt, dass Ulfi sie am Hals gepackt hat und so lange zugedrückt hat, bis sie tot war. Das war falsch. Nochmals, man hat mir gesagt, dass ich aussagen soll, er hat sie umgebracht, gedrosselt, bis sie tot war. Am schlimmsten war der Chefermittler. Genau. Und das stimmt so. Ja. Was hat die Polizei damals getan? Michael Euler wird es langsam mulmig. Würden Sie mir vor dem Hintergrund der Brisanz,
dieser Aussage, das Ganze nochmal in eidesstattlicher Form geben. Ja. Jetzt kommt es darauf an. Wenn Peter Hoffmann diese Aussage noch mit einer eidesstattlichen Versicherung versieht, dann ist Michael Euler dem erhofften Wiederaufnahmeverfahren ein großes Stück näher gekommen. Der entscheidende Moment. Rechtsanwalt Euler ist am Ziel. Inzwischen hat Gudrun Rödel in Villingen-Schwenningen einen Gutachter gefunden, der bereit ist, sie zu empfangen. Es ist nicht irgendein Gutachter. Klaus Reusch ist einer von nur zwei in Deutschland gerichtlich anerkannten Sachverständigen für Fahrtenschreiber. Nach anfänglichem Zögern ist er bereit, sich ihre spärlichen Unterlagen über die Busstrecke anzuschauen. Doch die Qualität des Fahrtenschreibers ist schlecht. Gudrun Rödel muss sich gedulden. Ich würde ganz gern mal diese Diagrammscheibe mitnehmen und mal unter das Mikroskop legen und mir mal meine Meinung drüber bilden. Ganz prima. Mhm. Dankeschön. Nach Jahren der Recherche muss Gudrun Rödel jetzt noch einmal warten. Und wenn der Gutachter plötzlich zu ganz anderen Ergebnissen kommt, wenn sie sich vielleicht doch geirrt hat. Kann Klaus Reusch aus den schlechten Kopien überhaupt erkennen, wann der Bus in Lichtenberg war? Und wann das Mädchen, das im Bus saß, Peggy zuletzt gesehen hat? War es damals 13.15 Uhr, wie es die Polizei behauptet, oder eben entscheidende 10 bis 15 Minuten später? Dann wäre Ulvi Kulatsch wohl unschuldig. Klaus Reusch hat die Untersuchung beendet. Er ist sich seiner Sache sicher. Die Kopie ist zwar wirklich schlecht, doch eines ist klar. Der Bus kann niemals um 13.15 Uhr in Lichtenberg gewesen sein. Er ist erst um 13.10 Uhr losgefahren. Von einem Abfahrtsort Naila bis Lichtenberg kann das niemals innerhalb dieser 5 Minuten passiert sein. Der Bus braucht zumindest 10 bis 15 Minuten. Jawohl. Also Sie bestätigen praktisch meine laienhafte Vermutung, dass das nicht stimmt. Da liegen Sie ganz richtig. Wie man hier schreibt, 13.15 Uhr wurde. Das kann so nicht stimmen. Gudrun Rödel hat es geschafft. Sie hat die Ermittlungen der Polizei widerlegt. Freuen kann sie sich nicht darüber. Also ich finde es einfach skandalös, dass diese Ermittlungen erfolgten und Sachverständiger sagt das eigentlich mehr oder weniger, dass das nicht so gestimmt hat. Nach 27 Verhandlungstagen geht in Hof der Prozess zu Ende. Susanne Knobloch ist davon überzeugt, dass Ulvi Kulatsch ihre Tochter Peggy getötet hat. Ulvi Kulatschs Eltern erscheinen nicht zur Urteilsverkündung. Unter großem Medienandrang wird der Richterspruch erwartet. Aber kann das Gericht den Angeklagten wirklich verurteilen? Für den sexuellen Missbrauch an Kindern ist er nicht schuldfähig, stellen die Richter klar. Für den Mord an Peggy schon. Sie verurteilen ihn zu lebenslanger Haft. An einem Freitag früh um 9 wurde das Urteil gesprochen. Das habe ich gar nicht realisiert. Am Montag bin ich dann beim Rechtsanwalt, ist das alles raus. Ich bin der Mensch, der sehr, als ich kapsel mich halt ab und dann am Montag, als dann gibt's noch, bin ich dann zusammengeklappt, naja, halt Nervenzusammenbruch und alles. Ich fand das schon gerecht, weil er ja nicht nur vor Gericht stand wegen dem Mord, sondern eben halt wegen den sexuellen Missbräuchen. Ein Mord ohne Leiche, ohne Spuren, ohne Tatzeugen. Das Gericht hat keine Zweifel an der Schuld. Doch wie man jetzt weiß, beruht das Urteil auf einer Falschaussage und falschen Ermittlungen. Wenn der Bus nicht um 13.15 Uhr in Lichtenberg war, sondern um 13.25 Uhr, dann kann Ulvi Kulatsch die Tat kaum begangen haben. Dann bekommt auch die Aussage von Dieter Teichmann ein neues Gewicht. Bei ihm war Ulvi am Tag von Peggys Verschwinden zum Holzmachen. Wir hatten ausgemacht, den Tag vorher, 13 Uhr. Und er hat die gewisse verspätet. Da war es zwischen halb und dreiviertel ungefähr, zwei. Also kurz vor dreiviertel kam er da und da habe ich ihm nur gesagt, du bist recht spät dran.
Dann hat er gelacht. Kurz vor 2:15. Dann bleiben nur 20 Minuten für den Mord. Zu wenig. Dann bekommen aber die vielen anderen Zeugen wieder Bedeutung, die Peggy im Verlauf des Tages nach 14 Uhr noch gesehen haben wollen. Zeugen, denen die Polizei keinen Glauben schenken wollte. Keinem einzigen. Gerade die SOKO 2 war es dann allerdings auch, die alle Entlastungszeugen, die die SOKO 1 für Ulfi ermittelt hatte, unglaubwürdig gemacht hat. Sie wurden alle wegermittelt, weil sie nicht in das Tatszenario der Polizei passten. Einem Szenario, das auf einer Lüge aufgebaut war. Dazu gehören auch die beiden Kinderzeugen, die zunächst ausgesagt hatten, Peggy sei hier an dieser Stelle in einen roten Mercedes eingestiegen. Später sollen sie ihre Aussagen nach Aktenvermerk der Polizei widerrufen haben. Das habe ich zwar gesagt, aber das habe ich mir irgendwie zusammengereimt. Ich möchte noch einmal betonen, ich habe die Peggy an dem Nachmittag überhaupt nicht gesehen. Merkwürdig hieran ist, dass beide Jungs zunächst eine völlig identische Aussage gemacht haben. Beide haben geschildert, sie hätten hier einen roten Mercedes gesehen. Beide haben geschildert, der rote Mercedes hätte tschechische Kennzeichen gehabt. Beide Jungs haben geschildert, Peggy sei über den Beifahrersitz in das Auto nach hinten eingestiegen. Nachdem Michael Euler wochenlang versucht hat, Kontakt mit den beiden Jungs zu bekommen, sind sie jetzt endlich bereit, mit ihm zu sprechen. Sie wollen aber nicht gefilmt werden. Und da habt ihr dann auf einmal gesagt, nee, wir haben uns das alles nur ausgedacht. Die Peggy haben wir an dem Tag nie gesehen. Sie berichten, dass sie damals Angst vor der Polizei hatten und ihre Aussage zurückgezogen haben. Habt ihr auch jetzt Angst, wenn es darum geht, nochmal diese Aussage zu machen vor Gericht? Sollte die Polizei die Kinder unter Druck gesetzt haben? Und haben sie Peggy nun gesehen oder nicht? Beide Jungs bleiben nun bei der Aussage, dass sie Peggy am Nachmittag vor der Bäckerei gesehen haben, als sie dort in einen roten Mercedes einsteigt. Und das würden die auch vor Gericht aussagen? Beide haben mir zugesagt, dass sie diese Aussage auch noch mal vor Gericht wiederholen werden. Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter. Keiner möchte heute vor der Kamera dazu Stellung nehmen. Der Fall sei abgeschlossen, heißt es. Die Hürden für ein Wiederaufnahmeverfahren sind hoch. Doch Gudrun Rödel und Michael Euler sind überzeugt, genügend neue Beweise gefunden zu haben. Wir geben nicht eher Ruhe, bis ein Wiederaufnahmeverfahren stattgegeben wird, in dem ganz viele Sachen noch einmal aufgerollt werden. Ich kann nach meinen Ermittlungen ganz klar sagen, dass Ulfi nicht der Täter gewesen sein kann. Was natürlich in Konsequenz dazu führt, dass hier ein Unschuldiger momentan untergebracht worden ist und der wahre Täter noch zu suchen wäre. Was ist mit Peggy geschehen? Wurde sie wirklich das Opfer eines Verbrechens? Oder lebt sie vielleicht noch irgendwo? Ihre Mutter findet keine Ruhe, solange es keine Gewissheit gibt. Sie denkt noch oft an ihre Tochter, die damals als 9-Jährige verschwand. Ja, dann habe ich halt meinen Sonnenschein vor mir. Und muss halt ganz ehrlich sagen, es ist 9 Jahre ist ein verdammt wenig. Verdammt wenig Zeit. Es gibt ein Grab für Peggy. Es ist leer. Nichts ist